Im zweiten Einzel zwischen Deutschland und Kroatien ging's für Philipp Kohlschreiber im gelben Dress gegen Lovro Sovko. Vom Papier her eine klare Angelegenheit, Sovko weit weg von den Top 100 in der Weltrangliste. Dementsprechend ließ im ersten Durchgang für den deutschen Ranglisten 24. sein Spiel wesentlich druckvoller als das des Kroaten. Die Nummer 1 im deutschen Team dominierte in dieser Phase nach Belieben und entschied den ersten Satz mit 6:2 klar für sich. Spiel, erster Satz Deutschland. Es sah zu diesem Zeitpunkt alles nach einem klaren Durchmarsch aus für den 28-Jährigen. Das sollte aber nicht so bleiben. Ich glaube, dass ich ihn selber ein bisschen besser ins Spiel kommen lassen habe. Ich habe Chancen liegen lassen und ja, wie es dann so ist, ich meine, dass er sich nach seinem ersten Spiel auch ein bisschen wohler gefühlt hat, wahrscheinlich im Einzel, hat man gesehen. In Durchgang 2 verlor der Deutsche den Faden. Der Kroate im Aufwind und mit mehr Bereitschaft zum Risiko. Das zahlte sich aus. Der Satz blieb bis zum Ende offen. Beide brachten alle ihre Aufschlagspiele durch. So musste der Tiebreak die Entscheidung bringen. Und Kohlschreiber zu diesem Zeitpunkt wieder hochkonzentriert. Er gewann diesen klar mit 7:2. Am Ende also ein klarer Zweisatzsieg für Kohlschreiber. Die deutsche Mannschaft hatte damit schon vor dem abschließenden Doppel den Sieg gegen Kroatien in der Tasche.